damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Magic. Mit dabei ist wie immer Finn. Sag hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und Finn, sollte heute nicht dieses Upgrade bei unserer Stadt gemacht werden? Also, du weißt schon, Demolish City. Ja, wenn du sagst, muss schon irgendwas daran sein. Die haben doch gesagt, die müssen jetzt hart aufrüsten, weil der Endercore zurück ist. Haben wir das gesagt? Nein, ich gar nicht mehr erinnern. Das haben die anderen gesagt. Ach, echt? Ja. Wenn du sagst, ist wahrscheinlich schon irgendwas dran. Laufen wir oder teleportieren wir uns? Okay. Wow! Es gab wirklich ein Update. Ja, gab's. Hä? Wo bist du? Ich bin hier. Ah, oh, da bist du. Es gibt ein Tor. Es gibt ein Tor und Türme, also Wachtürme. Ich flieg mal auf den Wachturm drauf und eine Mülleimer. Da können sie mal dich einsperren. Hier ist ein Loch. Ich bin ein Wachturm auf dem Loch. Es gibt auch ein Wachturm ein Loch. Und ein Wachturm hat ein Loch. Okay. Ja, okay, das war eigentlich schon im Großen und Ganzen. Gut. Gehen wir mal hier uns umschauen, denn. Hier sind wirklich viele neue Mülleimer. Mein PC ist echt laut aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum, also den werdet ihr wahrscheinlich im Hintergrund hören, aber. Gehen wir mal in diesen Laden hier, weil hier ist ein Einkaufswagen. Also schätze mal, das ist ein Laden und du. Hier ist auch so eine Schleifstein. Ja, Und Äpfel. Ein Orbel-Dieter-Buffet wahrscheinlich. Dings. Oh, ein Safe! Oh! Safe ist leer. Langweilig. Finn! Hier sind Finn! Oh, Alkohol! Finn! Ja! Das ist ein Freund von uns, der hier wohnt. Raub nicht unsere Freunde aus! Aber ich will nur einen Alkoholschluck trinken. Ich will doch nur einen Schluck trinken. Nein, Finn! Warum? Egal, ich habe ja noch einen ganzen Beutel dabei mit Bier. Und jetzt kann ich. Nein! Macht die Aufnahme unansehbar, dieses Alkohol, was wir hier installiert haben. Ah, ich mach das Alkohol voll. Ich finde, wir sollten die Mod löschen. Nein. Doch. Aber wenn ich sage, dass ich bei dem Benjamin das gestohlen habe, bist du sauer. Nee, ich habe bei dem selber zwei blaue Steine gestohlen. Ich habe blaues Feuer gestohlen. Wie zum Fick kannst du Feuer halten? Ich hab's gestohlen. Was ist unter uns? Schau mal unter uns. Dort ist nix. Doch, das ist nix. Hat hier oder jemand vergraben? Rick, sie war gerade hier. Hier ist niemand. Rick, was hast du gemacht? Reden wir mal mit ihm. Yo, Homies, hab jetzt einen eigenen Store. Freut uns schon für euch und für dich, oder? Ich krieg da mal so ein Safe rein. Bro, Alter. Das kannst du nicht machen. Was, jetzt hat er Strom safe. Wir sind nett. Danke, Mates. Ich work noch an einem Logo, dann öffne ich for real. Das ist wirklich schön und so, aber wir müssen los, also. Warte, da unten ist Bill Refield. Okay, jetzt sehe ich's auch. Siehst du? Ja. Was hast du angestellt, Rick? Hinterfragen wir es nicht. Was darf ich mit dem blauen Feuer machen? Ist mir egal, das kannst du gerne in dein Haus platzieren und dann brennt es ab. Oh, das macht einfach gar nichts mit mir. Cool, kann man es ausmachen? Ne, geht nicht mal mehr aus. Das ist jetzt einfach hier. Das ist ein nämliches Feuer. Reden wir zuerst mit Winter oder mit Benjamin? Mit Günterin. Ah, doch, geht wieder aus. Das kannst du machen, ich habe keinen Bock auf dein Grundstück zu gehen, auf dieses hässliche Drecksteil. Das kommt von dir. Nee, deins ist hässlicher. Finn, kommst du? Finn, hör auf, hässliches blaues Feuer zu platzieren. Ja, das ist das Letzte. Winter! Ich bin hier ein Geschenk für dich. Er hat jetzt blaues Feuer in seiner Truhe. Winter, was geht, mein Freund? Ich hab endlich mich vorbereitet,
Ich habe endlich mich vorbereiten können. Der Schatten hat keine Ahnung, womit er sich angelegt hat. Da hast du recht, mein Freund. Also, oder? Ich meine, jetzt haben wir schon diese Festung hier. Hat der kleine Hinderung. Ich wette, dieser Idiot würde sich wundern, wenn wir ihn besiegen. Also, ja, das wird er machen, aber wir reden jetzt mit Benjamin, also viel Spaß noch. Ja. Und nur, dass das Endercore der Idiot ist, der diesen Idioten besiegt hat. Ja, aber das war unvorbereitet. Na, es war trotzdem ein Verlust. Er hat ein ganzes Dorf gehabt, hat trotzdem verkackt, mit den gleichen Mauern. Ja, nee, unsere Mauern haben jetzt diese Wachtürme, die hatte der nicht. Der hatte nur so eine Holzmauer. Ja, zwei Stück da unten, aber was mit dem ganzen hier außen rum noch? Ja, das ist ja noch nicht fertig wahrscheinlich, aber... Finn, positiv denken. Wenn du denkst, dass wir verlieren... Ich bin Realist. Das Endercore hat eine Armee. Seine HP sind mehr als die von der ganzen Armee, die wir hier haben. Bist du sicher, dass das so wahr ist? Ja. Okay. Und außerdem war er dann nicht mal vollständig, der war ja nur teilweise da. Benjamin, was geht? Hey, hallo Freunde, was gibt's? Der Endercall ist wahrscheinlich kein Problem mehr. Wir haben den im Griff. Hey, der ist weg. Hey, ich brauche zwei Kristalle gibt. Also der Endercall ist kein Problem mehr. Wie seid ihr euch so sicher? Also, erstens, wir beide können respawnen. Zweitens, wir haben jetzt eine nice Festung. Drittens, wir sind cool. Na dann, wenn ihr euch sicher seid. Ja, Benjamin, versucht mal glücklicher zu sein. Also dann viel Spaß heute noch. Aber so unnötig hat er doch gar nicht. Bleib realistisch. Bleib du realistisch. Wir sind ja, okay, wir haben gewonnen. Noch nicht. Nein, Movie haben Movie geworfen. Hier ist gute Zauberei weggeworfen. Gib mir mein Alemit-Schwert wieder. Ja. Oh, zum Glück habe ich Falldamage. Gib mir mein Schwert wieder. Ja. Bro, oh, das bringt nichts, wenn ich nichts trage. Doch, bringt. Warte, jetzt muss ich nur kurz warten. Da hat ja so einen Zauber verloren. Nö, hab ich nicht. Wow, das. Hey, was ist hier los? Autsch. Warte, ich bin gleich tot. Du hast 14 HP noch. Und du hast immer noch mein Schwert? Echt, hab ich. Ja? Ich tu's in dein Haus rein. Okay. Wo wohnst du? Da, Haus. Bitteschön. Gut, jetzt haben wir das geklärt. Endlich hat's mit dem Regen aufgehört. Ach ja, Finn, ich würde sagen, wollen wir wieder etwas machen, das unsere Welt verschönert? Bitte. Und zwar erinnerst du dich noch an diese hässliche Banditenhöhle dort? Ich. Was? Ruhig, ja. Ich bin mir gerade am Überlegen etwas. Und was? Wenn du mir hilfst, würde ich eventuell die Mauer hier außen wegreißen und wieder ganz um meinen Zaun hin machen. Finn, in dieser Banditenhöhle, dort ist jetzt halt irgendwas. Lass mich raten, es ist eine Maus. Hier ist ein Mensch namens Franz. Oh, warte, lass mich raten. Er sieht dumm aus. Und er heißt Franz. Ich hab gesagt, hier ist ein Mensch namens Franz. Also ja, das... Alter, du kannst mir nicht in den Types antun. Das ist der gefährlichste Block. Kann ich, hab ich. Alter. Hallo, wenn du jetzt nicht auch... Ich hab's Oh Gott, ey, 2,5 Herzen, du dummer Ohr. Selber schuld.
ich greife die so ordentlich an und du gleich immer so aggressiv, echt. Du hast mich in die Wand getan, wo man sofort Schaden nimmt. Warte, jetzt muss das sein. Ich kann mal so behindert sein. Ich wollte nur zeigen, wie schwer es ist, dann rauszukommen, wenn man mal richtig drin ist. Dann schlägst du mich dann dort rein. Du kennst mich doch. Meinst du, ich darf den ausrauben? Nein! Wir reden jetzt erstmal mit denen. Vielleicht ist ja... Ich hab ne Idee. Was ist, wenn wir diesen Treibsand hier zu benutzen, um den Endercore einzubauen? Ich glaube, der kann fliegen. Na und? Okay, perfekt platziert. Hallo, warten zum Fick hat da eine Barbie-Puppe. Die war doch von Bediensteten, denke ich. Nee, ich glaube, das war das nicht so eingerichtet. Vielleicht ist es so. Egal, ist jetzt Meinung. Ich esse dich schnell auf. Wow. Du hast Comedy. Ah, ich esse mich auch. Wir haben Comedy auf. Okay, das war jetzt einmal zu viel. Okay, Leute, wir sollten vielleicht mal mit Franz reden. Da ist. Aber das sieht nicht so aus, als würde er wissen, was hier los ist. Ich habe seine Haare anstehen und den Kopf ab. Aber wieso denn Besen in einem Sandhaus? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Wo sind die Schlüssel? Die Tür kann man nicht mal mehr abschließen. Ja. Bro. Der Hund. Hallo, hallo, wer bist du? Ich bin Franz, aber meine Freunde nennen mich Franz. Okay, Franz, was machst du in der fucking Banditenhöhle? Was für Banditenhöhle? Das ist eine 5-Sterne-Hotelhütte. Nein, das ist eine Banditenhöhle, die wir angegriffen haben. Ja, ja, haters gonna hate. Okay, Franz, ciao, ja, viel Spaß in deiner haters gonna hate, Sandburg, ja, das ist mir eindeutig zu komisch. Ja, dann der Meiste. Okay, ich hab Franz eine Puppe abgezogen. Und ich hab Franz Gewürze abgezogen. Okay, wir haben beide was von ihm abgezogen. Ich denk, der checkt eh nicht. Ich denk, der checkt eh nicht, was in der Welt abgeht. Ich weiß nicht mal mehr, ob der überhaupt ein Gehirn hat. Ich weiß nicht mal, ob er was ein Gehirn hat, das schon. Ich könnte ja nicht denken oder reden. Das klang nicht wirklich, als könnte er reden. Aber er hat geredet. Naja. Irgendwie. Das war mir der Versuch zu reden. Oh ja, wir können schlafen gehen. Wieso sind Hühner in meinem Haus? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht wie, um Gottes Namen. Wieso sind meine Fische in meinem Aquarium tot? Warum geht mir dieser Vogel um? Warum sind Hühner in meinem Alter, Haus? Alter, mein Headset ist am Zerfallen, Leute. Wieso habe ich einen toten Bärenteppich? Weißt du, jetzt stellst du zu viele Fragen. Ich habe keine Ahnung, was in dein Haus ist. Drei Hühner hier. Finn, ich würde sagen, Finn, wie wär's, wenn wir nochmal zu Schmiddy gehen? Hätte ich auch gesagt. Okay. Ich hab noch eine Sache. Wie wäre, also das war ja meine Frage von vorher. Wie wär's, wenn ich den ganzen Gefängnisteil hier draußen wegmache und daraus lieber ein ganz normalen Zaun mache? Ja, das machen wir, wenn schon nach der Folge. Würdest du mitmachen? Vielleicht, ich muss aber mich drum kümmern, dass die Folge noch rauskommt, weil wir haben es jetzt schon du etwas spät. Eisen ab. Ich brauch kein Eisen. Ich zahl dich. Alter, mein Headset ist echt am Zerfallen. Oh. Ich zahle dir, ich gebe dir wertvolle Informationen. Finn, gehen wir einfach zu Schmiddy. Ich bin schon da. Ja, ich bin jetzt auch da. Ich will in den Twilight Forest hier reinspringen. Finn, warte. Da sind wir noch nicht weg. Lass es einfach. Nein, das ist doch der Notausgang für Schmiddy. Jetzt nicht mehr. Dumm. Es war ein Notausgang für den armen Mann, du zerstörst. Das ist ein verdammter Naturgott. Ja und? Schmiddy, also, was geht? Wir haben jetzt eine gute Chance gegen den Endercore, also. Ich wollte dir das nur. So. Hab ich sie noch? Oder hast du sie? Ich hab nix. Nee. Meine Diamanten sind. Du hast meine 14 Diamanten, oder? Nee. Mhm. Du kannst mich gern töten, wenn es dich glücklich macht.
und schauen. Okay, mach ich. Mach ich gerne. Ich schaue mal mein Beute nach, aber das wird ja nicht zu uns sein. Aber ich schaue gleich nach. Keine, nur Rüstung. Die liegen hier, bist du dumm? Ach echt, es sind 5. Die sind weg. Ah nein, da sitzen sie doch. Du bist so dumm manchmal. Ja. Jetzt lügst du wiederum, du hast doch. Nee. Egal. Nee. Mal wieder Schmidt, ja, stimmt. Meine Kinder, wir befinden uns im Krieg. Wie meinst du das? Also, wir sind gerade auf dem Weg, den Krieg schon wieder zu beenden. Ich meine, dass mein Bruder seine Festung ausgebaut hat. Was schön. Du mich so an? Finn. Verschaut dich jetzt an. Finn, er hat gerade gesagt, dass der Enderkoss seine Festung ausgebaut hat. Echt? Oh, ja. Wir sollten weiterreden. Wir haben unsere Stadt auch verbessert. Also, so schlimm kann es nicht sein. Das ist gut. Hört zu, lasst euch wenig beim Feind blicken, greift schleichend an, hofft, dass es unser Vater mitkriegt, was meine Brüder treiben. Dein Vater? Also du bist schon Gott, was ist dann er? Wenn ich es euch sage, würdet ihr schmelzen. Oh, das klingt nicht so angenehm. Also dann, jetzt vielleicht die Naturgott oder ein Lavagott? Vielleicht ist der Vater aller Götter. Lass einfach hier einen Ausgang machen. Wenn er Vater aller Götter ist, dann sollte Endercore doch nicht mal eine geringste Chance gegen ihn haben. Ja, darum hat er ja wahrscheinlich gesagt, habt eine Hoffnung, dass unser Vater sieht, was meine Brüder machen. Ich glaube, der Vater. Du kennst die Serie Lucifer, oder? Ja. Ich glaube, der ist genau wie dieser Gott in Lucifer, der sich komplett um sein Einzelnen ignoriert und nicht mag. So richtig. Finn, weißt du, was ich vorhabe? Ich habe noch vor, bei der Festung vom Enderkorn eine Warpage zu machen. Also, ich wäre so oder so dort. Nicht in die Festung rein, sondern in die Nähe. Achso, ich könnte in die Festung reinfliegen und da eine Warpage reinmachen. Nee, ich will nicht rein. Ich will nicht rein. Wir sollen schleichend vorgehen. Das heißt, immer erst einen Plan. Was ist dort in der Luft? Ein Baum. Nein. Dort, wo ich hinschaue. Die Zuschauer sehen's. Diesen Turm, der neu ist. Nein, kein Wollt Turm. Das ist eine fliegende Art Insel, die so goldlila ist von Farbe. Ich sehe dich nicht, ich kann es nicht sagen. Die siehst du wahrscheinlich generell nicht, weil dein PC einfach schlechter ist als meiner. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Also die sehe ich auch. Soll ich mal hochfliegen? Ich fliege mal hoch. Versuche aber nicht zu sterben. Es ist ein Portal. Was? Ich würde sagen, dort gehen wir morgen in der nächsten Folge hin, weil heute ist Samstag, morgen ist Sonntag und ich mach mal so, dass nicht zweimal hintereinander Relight kommt, sondern zweimal hintereinander Magic. Das ist groß. Die haben hier Eier, das sind so Kampfarenen. Und Türme. Ich würde sagen, die hat zugenommen. Oh mein! Oh mein Gott, hier sind einfach so Arenen und so. Scheiße, hier oben sind auch so ganz komische Monster. Oh! Orks, glaube ich, dieses Ding. Oh. Alter, überall um die Festung rum sind diese Teile. Wie wir denn diesen einen Turm hier oben einfach einnehmen? Ich könnte hier oben eine Baupatch machen. So Leute, ich habe jetzt eine Warpage gemacht zu der Festung vom Endercore, aber. Die haben sich echt erweitert. Wir könnten doch einfach auf den Turm da oben eine Warpage machen, dann könnten wir uns das Ganze gut ansehen, immer wieder. Ja, aber das ist nicht so klug. Was ist, wenn die diesen Turm dann auch fertig bauen? Weil gerade ist er noch nicht fertig. Aber ich glaube, das soll so aussehen. Nee, glaube ich nicht. Das sieht echt kaputt aus und so. Ich glaube, mal schauen, was hier so drinnen ist. Oh mein, hier sind ganz viele Orks drin auf Vargs. Oh. Hier bei mir. Wo bist du? Ich bin in so eine Arena rein. Ich war interessiert dran, was drin ist. Mordor Vark. Wollen die töten?
Nein, 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 wir legen uns erstmal nicht damit an. Wir haben den Enderkorb, also... Ich hab's angegriffen. Wenn du stirbst, ist es nicht mein Problem. Ich hab bereits ihn getötet. Ja, Leute, das ist jetzt wieder ein Problem. Also ich dachte, wir hätten uns viel schneller entwickelt als der Endercore, aber wie sich herausstellt, war unsere Entwicklung langsam. Was ist hier der Tod? Oder nur eine Mord? Ich finde, du kannst gerne AFK das weitermachen, aber ich mache jetzt meine Abmoderation. Also Leute, das war's mit dieser Folge. Finn habe ich im Dungeon zurückgelassen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und dann würde ich sagen, ciao. Leute!